Ja, Servus Leute. Heute mal ein reiserisches Video in Tradition der Bild. Ich werde es wohl nennen. Darum ist die Bild verantwortlich für den Untergang der deutschen Automobilindustrie. Und warum ich diesen Videotitel natürlich nicht in diesem Ausmaße für durchaus berechtigt halte, das erkläre ich euch jetzt. Hier habe ich jetzt erstmal einen Artikel der Bild von heute. Der E-Auto-Crash, deutsche Autoindustrie vor dem Verfall. Elektroabsatz bricht ein. Zulieferer ZF streicht 14.000 Stellen. Aktien auf Talfahrt. In dem Artikel wird unter anderem dargestellt, dass im ersten Halbjahr 2024 die E-Verkäufe in Deutschland um 16,4% gefallen sind. Dann in einem Nebensatz oder in Klammern in Frankreich oder Großbritannien sind sie hingegen leicht gestiegen. Hier wäre es ja auch noch hilfreich gewesen zu erfahren, wie die Elektroautozulassungen im Rest der Welt ausfallen. Auf diese Angaben hat Bild aber in dem Artikel verzichtet. Weiterhin führt Bild aus, zuletzt brachen Opel Motor, Stellantis, Ford und Tesla an der Börse kräftig ein. Ein zentraler Grund, E-Autos verkaufen sich kaum. Auf den Artikel möchte ich aber nicht weiter eingehen, denn Grundlage für dieses Video wird jetzt ein Bildinterview sein, was ein Bildjournalist mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden von Ford geführt hat. Hier haben wir jetzt also dieses Interview und hier sehen wir auch schon einen Teil des Problems, was wir in Deutschland haben. Das ist also ein Journalist der Bild, der hier dieses Interview mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden von Ford führt. Die Aussagen von dem Ford-Chef, die wollen wir uns gar nicht weiter anschauen, sondern wir wollen uns mal angucken, wie dieser Journalist die Fragen stellt und in welche Richtung er versucht, den Aufsichtsratschef bezüglich seiner Aussagen ja, zu drücken oder zu leiten, wie auch immer man das sagen möchte. Erstmal die Einleitung. Deutschland und Europa diskutieren einmal mehr das Verbrenner aus, also das ab 2035 festgelegte aus für den Verbrennungsmotor, dem Kernstück der deutschen Industrie. Bei mir jetzt der Chef von Ford Deutschland, der Aufsichtsratschef Gunnar Hermann. Herr Hermann, wie viele Elektroautos verkauft Ford in Deutschland momentan? Ford verkauft wenige Elektroautos in Deutschland, das betont auch der Herr Hermann. Das liegt aber an unattraktiven Produkten für die deutschen Kunden. Ich selbst hatte einen Ford Mustang Mach E, den ich auch zu einem halbwegs angemessenen Preis kaufen konnte. Danach hat Ford aufgrund der hohen Nachfrage nach dem Mach E die Preise um rund 10.000 Euro erhöht. Das war die Zeit, wo Elektroautos gebrummt haben ohne Ende, wo es mehr Nachfrage gab, erheblich mehr Nachfrage als tatsächlich geliefert werden konnte. Das hat sich ja mittlerweile geändert, hat unterschiedliche Faktoren. Auf jeden Fall hat Ford außerdem Mustang Mach E in Deutschland nichts mehr auf den Markt gebracht, was auch nur halbwegs attraktiv wäre. Sie haben jetzt den neuen Ford Explorer auf den Markt gebracht, das ist einfach nur ein umgelebelter VW ID4, wenn ihr mich fragt. Der Preis ist zu so ambitioniert und jetzt bringen sie den Ford Capri heraus, das ist ein umgelebelter ID5, wenn ihr mich fragt, auch wieder zu teuer und auch wieder ein unattraktives Angebot. Das Auto ist sicherlich okay, die Technik ist bewährt ne, vom Volkswagen Konzern, das kennt man mittlerweile, aber es fehlt einfach, ja. Die Identifikation auch mit der Marke Ford, es gibt nichts Besonderes an diesen Autos, es ist ein allerlei und die Preise sind einfach zu hoch. Es braucht günstige Elektroautos. Also, um die Frage zu beantworten, Ford ist in Deutschland bezüglich Elektromobilität alles andere als erfolgreich. Das betrifft aber nicht nur die Elektromobilität, soweit ich weiß, ist man auch im Verbrennerbereich alles andere als vorne mit dabei. Und jetzt kommt der Teil des Interviews, wo ich mich frage, hat der Journalist eine Agenda, wurde er vorher gebrieft? Du musst gegen Elektroautos fragen, du musst Suggestivfragen stellen, damit der Aufsichtsratschef auch entsprechend antwortet. Das hat nicht geklappt. Oder ist er einfach nur völlig uninformiert, unbedarft und versteht auch nicht? dass die Musik in Wirklichkeit in China spielt, aber egal, wir hören uns das an. Funktion, dass man mit diesem Aus in 2035 mal schön weitermachen sollte. Ich sehe das als Investitionshemmer, wenn man davon abweichen würde, weil Verschieben hat noch nie richtig geholfen. Sie, Sie sitzen eigentlich das Thema nur aus. Weil wenn man sich die Marktentwicklung anguckt, die Deutschen kaufen weniger, also waren vor zwei Jahren etwa 18 Prozent Anteil Elektroautos bei äh, den Neuwagenzulassungen, jetzt sind es nur um noch 14,5 Es geht bergab. Wollen Sie einfach keine Autos verkaufen als Ford? Keine Frage. In Deutschland ist es schwierig. Das liegt am politischen Umfeld. Wegachsen des Umweltbonus. Das liegt an der Meinungsmache durch Publikationen wie Bild. Darum trägt dieses Video auch den Titel. Darum ist Bild verantwortlich für den Untergang der deutschen Automobilindustrie. Man hat also alles dafür getan. Um die Käufer zu verunsichern, man hat zu hohe Preise auch seitens der Automobilindustrie aufgerufen. Jetzt werden ein paar sagen, ja, die müssen ja auch Geld verdienen. Wie schafft es denn, Tesla profitabel zu sein, wenn sie nur Elektroautos verkaufen und die auch zu einem deutlich günstigeren Preis als die etablierte Konkurrenz? Dann kann man doch dem Elektroauto nicht die Schuld daran geben, dass die Automobilindustrie, die etablierte, vermeintlich kein Geld damit verdienen kann. An diesen Aussagen habe ich aber auch erhebliche Zweifel und dass es nicht überall rückläufig ist mit der Elektromobilität, sieht man an Herstellern, die attraktive Produkte im Portfolio haben. Hier ein prominentes Beispiel. Ich bin BMW Fanboy, deshalb habe ich das rausgesucht. Auf Tesla werden wir auch noch eingehen. BMW Dank Elektroautos weiterhin weltweit im Absatz Plus. Mit 180.000 ausgelieferten voll elektrischen Fahrzeugen gelang der Marke BMW im ersten Halbjahr 2024 bei Elektroautos eine Absatzsteigerung um 34,1% gegenüber dem Vorjahr. Also bitte erzählt mir nicht, es ist nicht möglich, Elektroautos zu verkaufen. Vortat im Moment. Für den deutschen Käufer zumindest nichts im Portfolio, was mich jetzt ansprechen würde. Und ich hatte einen Ford Mustang Mach-E, ich fand das Auto toll. Ich war bereit, einen Preis von über 50.000 Euro dafür zu bezahlen, für einen Ford wohlgemerkt. Hätte ich niemals für einen Verbrenner gezahlt, aber das Elektroauto, das hatte mich überzeugt und deshalb habe ich es gekauft. Die 10.000 Euro mehr, die Ford danach aufgerufen hat, um sich in meinen Augen, bisschen überspitzt gesagt, die Taschen voll zu machen... Das hat dann auch sicherlich dazu geführt, dass man den Ford Mustang Mach E auch auf dem deutschen Markt aus dem Auge verloren hat. Als Kaufinteressent. Tesla Model Y gab es für 20.000, 25.000 Euro günstiger, mit besserer Effizienz, mit besseren Fahrleistungen, mit ähnlichem Platzangebot. Warum soll man sich dann Ford Mustang Marais -E kaufen? Es gibt halt keinen Grund dafür. Und das ist in meinen Augen mit einer der Ursachen, warum Ford sich so schwer tut mit Elektromobilität. Ja, aber das Auto früher, also Sie haben mal den Fiesta gebaut, den, den hat Ford eingestellt. Das war ein Megaseller, der hat sich millionenfach verkauft. Ähm der ist vom Markt verschwunden. Und als normaler, als Kleinautokäufer findet man momentan am Markt nichts. Und das E-Auto ist einfach 7.000 bis 9.000 Euro teurer. Jetzt ist die E-Auto-Förderung weg. Also welchen Grund gibt es für einen Kunden, ein Elektromobil zu kaufen? Ich sehe keinen. Also da müssen wir uns jetzt ein bisschen Zeit nehmen, um darauf zu reagieren. Erstens, dass es keine Elektroauto-Kleinwagen zu einem vernünftigen Preis gibt, da bin ich bei ihm. Woher ja. er die 6.000 bis 7.000 Euro. Mehr Preis für Elektroautos nimmt, das ist mir nicht ganz klar. Als Beispiel mal herangezogen, wir haben den Opel Corsa 5 türer Yes als Benziner mit 6-Gang-Getriebe. Der hat 100 PS beschleunigt von 0 bis 100 in über 13 Sekunden. Das ist eine Wanderdüne. Man müsste hier auch noch eine Automatik mit rein konfigurieren, damit er ähnlich komfortabel fährt wie ein Corsa E. Der Corsa E in der Yes-Variante, Moment, wo ist er? Hier ist er, kostet 29.990 Euro, hat 136 PS beschleunigt. Nicht in unter 9 Sekunden von 0 auf 100 macht viel mehr Spaß zu fahren hat ja automatisch ein automatikgetriebe weil es ist ein elektroauto wohlgemerkt 29.990 was zu viel ist da sind wir uns ja einer Meinung zu 24.030 Euro für ein Fahrzeug mit deutlich weniger Leistung. Ich kann leider keinen vergleichbaren Benziner raussuchen, weil das gibt es im Angebot von Opel nicht mehr. Der müsste ja mindestens mal 150 PS haben. Der müsste eine Automatik haben und wäre dann auf jeden Fall auf dem Niveau von einem Corsa-e. Könnte der deutsche Automarkt, der ja insgesamt sich schwer tut, auch darunter leiden, dass die Preise insgesamt zu hoch sind? Das ist eine Frage, die stelle ich mal in den Raum. Könnt ihr mal unter dem Video kommentieren. Aber trotzdem, da muss man klar festhalten, es fehlt an bezahlbaren Kompakt-Elektroautos, keine Frage. Aber wenn man auch einen Golf 8 mit einem VW ID3 vergleicht bei den Preisen, da gibt es da keine großen Unterschiede. Wobei es halt für den äh, VW Golf 8 deutlich höhere Rabatte vermutlich gibt als beim ID3, wo es ja das Agenturmodell wiederum gibt. Also eine ganz schwierige Gemengelage, aber auch auf Deutschland konzentriert. In China gibt es auch ganz viele preiswerte Elektroautos, die halt in Deutschland nicht auf den Markt eingeführt sind oder gar nicht die Standards erfüllen, die wir hier in Sachen Sicherheit und Technik etc. tatsächlich haben. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Zum Wegfall des Umweltbonus muss man auch ganz klar festhalten, als der weggefallen war, große Verunsicherung, die bis heute anhält innerhalb der Bevölkerung, keine Frage, auch bei der Automobilindustrie. Aber es hat sofort dazu geführt, dass dieser Umweltbonusanteil plötzlich vom Preis weggefallen ist. Alle Autohersteller konnten plötzlich die Preise für ihre Elektroautos entsprechend senken, was bei uns allen zur Überzeugung geführt hat, dass unser Verdacht, es handelt sich in Wirklichkeit um eine Subventionierung der Automobilindustrie, dass sich dieser Verdacht bestätigt hat. Und dann noch für den Herrn Tiede zur Information, weil er sieht ja keinen Grund, warum man ein Elektroauto kaufen sollte, auch wenn man etwas mehr dafür bezahlt. Viel mehr Fahrspaß, viel mehr Komfort. Laden von der eigenen PV-Anlage, wenn man es kann. Ich weiß, das kann nicht jeder und das Ladetarif- und Ladekartenchaos, was wir in Deutschland haben, das geht gar nicht. Da herrscht Wucher an öffentlicher Ladeinfrastruktur. Das ist aber kein Problem der Elektromobilität, sondern ein Problem der mangelnden Regulierung des Ladeinfrastrukturkartells. ist zumindest meine Überzeugung. Und ein weiterer wichtiger Punkt, der nie zur Sprache zu kommen scheint, mit der Elektromobilität machen wir uns unabhängig als Industrienation von Energieimporten von Drittländern von der Ölindustrie von den Staaten wie Iran, von Russland etc. etc. Wir werden dadurch unabhängig, wenn wir keine wertvollen Rohstoffe wie Öl mehr in PKWs in LKWs verbrennen. Das muss doch jedem klar sein. Er sieht keine Gründe, warum man Elektroauto fahren sollte. Auch die geringere Umweltverschmutzung, Umweltbelastung durch Elektroautos scheint für ihn auch überhaupt kein Grund zu sein. Wie gesagt, für mich Spaß und Energieunabhängigkeit, das steht für mich im Vordergrund. Also, Sie sagen, die Industrie braucht Rahmenbedingungen und muss langfristig investieren können. Was fordern Sie dann jetzt von den Parteien, die sagen, nein, das aus muss unbedingt bleiben und wir sollen alle batterieelektrisch fahren? Was fordern Sie als Fordboss? Ich sage Ihnen, was sich jeder Unternehmer, was sich jeder Industriekonzern wünscht: Das ist Verlässlichkeit. Zu wissen, in welche Richtung geht es politisch, in welche Richtung müssen wir unsere Produktlinien ausrichten. Wenn das Hü und Hot ist, einmal raus in den Verbrenner, einmal rein in den Verbrenner, einmal raus aus der Elektromobilität, einmal rein in die Elektromobilität, das schafft Verunsicherung und als Industriebetrieb weiß man nicht, in welche Richtung soll ich mich entscheiden und wenn die zweigleisig fahren, statt direkt sich auf die überlegene Technologie batterieelektrischer Fahrzeuge, die sich auf der ganzen Welt durchsetzt zu konzentrieren. Dann wird es halt in zehn Jahren keine deutschen Automobilhersteller mehr geben. Dann gibt es die Magen vielleicht noch, aber es sind komplett in chinesischer Hand. Und die Bildzeitung ist nach meiner Überzeugung verantwortlich dafür. Nein, tun wir nicht. Wir drehen uns eiskalt um und sagen: oh, Lass uns das mal von gestern weitermachen. Aber wir hatten gestern eins und wir haben kein Neues. Das ist doch das Problem. Wir hatten den, wir hatten den Verbrenner. Das war das Kernstück der deutschen Industrie. Ja. Das geht flöten. Ja, das geht natürlich. Flöten flöten, weil, Sie, weil, Sie, weil Sie diese, diese Alter Verwalter, da fehlen einem echt die Worte. Also, ich muss ja vorsichtig sein, dass ich nicht beleidigend werde in so einem Video. Aber haben Sie schon mal was von Kodak gehört? Haben Sie schon mal was von Nokia gehört? Haben Sie mal von einem großen Pferdekutschenbauer gehört, der um die Jahrhundertwende vielleicht pleite gegangen ist, weil es einfach einen ständigen technologischen Wandel gibt und alte Technologien werden durch neue Technologien ersetzt? Wer von euch hat noch ein Telefon zu Hause mit Wählscheibe? Wenn ihr das heute einem, einem 14-Jährigen vorsetzt, der weiß gar nicht, wie man das Ding bedient. Wer von euch hat denn heute kein Smartphone, mit dem er seine ganzen Aufgaben täglich organisiert, sich informiert, kommuniziert, etc., etc.? Das Ganze gab es vor 20, 25, 30 Jahren nicht. Und vor 200 Jahren gab es auch keine Flugzeuge. Und wenn irgendwann halt die Kutsche... Ausgedient hat, wenn irgendwann der Verbrennermotor ausgedient hat, dann kann man nicht nur um deren Willen daran festhalten. Denn es wird keiner mehr einen Verbrenner kaufen, wenn er ein viel besseres Elektroauto zu einem günstigeren Preis bekommt, das Ganze auch noch deutlich günstiger betreiben kann, umweltfreundlicher, Energieunabhängigkeit. Wo ist denn bitte das Verständnisproblem? Mir fehlen da echt die Worte. Bildjournalist. Die Leute können sich momentan e eh Auto nicht leisten, wollen sich auch nicht leisten, weil die Reichweite reicht nicht, die Ladeinfrastruktur ist nicht vorhanden. Wenn ich in einer Mietskaserne wohne mit irgendwie 60 Wohnungen, wo soll ich dann bitte schön Auto laden? Also zu teuer, kaum aufzuladen, die Reichweite ist äh, zu kurz, die Leute wollen es nicht momentan. Und dann fehlt es an anderen Sachen auch. Wo sollen dann die Leute arbeiten, die heute in der Automobilindustrie arbeiten? Woher kommt die Wertschöpfung in der Industrienation in Deutschland, wenn das Kernstück nämlich der Verbrenner oder der Automobilbau wegfällt? Der Mann hat vermutlich noch nie, noch nie in einem Elektroauto gesessen. Ich mutmaße das zumindest. Reichweite reicht nicht. Wir haben Elektroautos, die locker über 500-600 Kilometer mit einer Akkuladung im Sommer zumindest schaffen. Lass es im Winter 400-450 Kilometer sein. Das reicht für 99% aller Deutschen bei weitem aus, die im Schnitt 35-40 Kilometer am Tag fahren. Was die Ladeinfrastruktur betrifft, wir haben eine funktionierende Ladeinfrastruktur, die auch in ausreichendem Tempo mit dem Zuwachs der Elektromobilität in Deutschland mitwächst. Das ist alles zu teuer, alles zu kompliziert, das ist aber kein Problem der Elektromobilität, sondern der Gier der Ladeinfrastruktur-Kartellmitglieder, die sich die Taschen jetzt nach Möglichkeit möglichst schnell voll machen wollen und die Politik schaut tatenlos zu. Das ist meine Überzeugung. Laden für Leute, die in einem Mietshaus wohnen, gebe ich zu, das ist noch ein bisschen schwierig. Da bräuchte man auch Lademöglichkeiten, dass die über Nacht einfach auf ihrem Stellplatz die Auto wieder aufladen können da aber in der Regel die Fahrstrecken eh nicht besonders weit sind, kann man auch da, wenn man ein bisschen flexibel ist, seinen Wocheneinkauf mit dem Laden des Elektroautos verbinden. Bei uns zum Beispiel an Kaiserwiesen, da gibt es Schnellladesäulen, da kannst du dein Auto hinstellen, eine halbe Stunde, gehst derweil in Aldi oder sonst wohin in den Laden an Kaiserwiesen und machst deinen Einkauf, kommst zurück, hast wieder ein volles Auto, bist für die Woche wieder gerüstet. Das geht alles und das machen auch Zuschauer von mir. Aber ja, wir brauchen auch Lösungen für Leute, die an der Laterne parken für Laternenparker, dass die ihre Fahrzeuge auch aufladen können. Aber nur weil es das jetzt noch nicht für diesen Anwendungsfall im ausreichenden Maße gibt, zu sagen, das funktioniert alles nicht, dann würden wir heute noch in der Höhle leben. Denn es gab zu irgendeinem Zeitpunkt keine Häuser, es gab keine Straßen, es gab kein Stromnetz, es gab kein Abwassernetz, es gab kein Wassernetz. Wo sind wir denn hier daheim, wenn wir als Industrienation es nicht hinkriegen, eine funktionierende Ladeinfrastruktur aufzubauen? Soll das die Bankrotterklärung für Deutschland sein, die der Herr Tide hier mit ausspricht? Und dann die Aussage, wo sollen denn die Leute arbeiten, wenn man die Automobilindustrie in Deutschland zugrunde richtet? Danach fragt keiner, wenn die chinesischen Autohersteller den ganzen Markt übernehmen sollten. Gut, die werden auch in Europa Produktionsstätten aufbauen. Keine Frage. Dann arbeitet der Arbeiter halt in einem chinesischen Werk oder zumindest in einem Werk, was einem chinesischen Eigentümer gehört. Aber zu glauben, dass nur weil da Arbeitsplätze dranhängen, man die Entwicklung aufhalten kann und sowas als Frage in so einem Interview dem Aufsichtsratsvorsitzenden von vorzustellen. Ich würde vor Scham im Erdboden versinken. Auch der Dr. Spaniel hat ja in einem Vortrag gesagt, ein chinesischer Arbeiter kann einen Elektromotor zusammenschrauben, wo zehn deutsche Arbeiter einen Verbrenner zusammenschrauben. Dann ist doch vollkommen klar, dass der Elektromotor deutlich günstiger wird, deutlich einfacher zu bauen ist und dass der Verbrennermotor ausstirbt. Der Herr Dr. Spaniel hat das aber auch in eine ähnliche Richtung formuliert wie hier der Herr Tite, nämlich dass wir den Verbrenner brauchen, damit die zehn Arbeitsplätze erhalten werden. Also da hat man überhaupt keine Ahnung von wirtschaftlichen Zusammenhängen. Das muss man ja einfach mal. Festhalten. Dann auch noch zur Feststellung von Mentide, dass die Deutschen keine Elektroautos wollen. Das trifft auf die Mehrheit leider wohl aktuell zu. Das liegt aber an Leuten wie Ihnen, die immer wieder absoluten Käse über Elektroautos erzählen, die den Teufel an die Wand malen, die den Untergang der deutschen Automobilindustrie an die Wand malen, wenn man auf Elektromobilität setzt. Dabei ist genau das Gegenteil der Fall. Sie als Bild müssten Werbung für Elektromobilität machen. Sie müssten die Leute davon überzeugen, dass das die bessere Technologie ist. Denn wegen Leuten wie Ihnen, Zauderon, Haderon... Wird es in zehn Jahren keine eigene Automobilindustrie in Deutschland mehr geben, wenn wir nicht auf Elektromobilität setzen? Entschuldigt, dass ich rente, aber mich regt das einfach auf. Aus Ihrer Sicht verstehe ich es ja, aber äh, aus Kundensicht, der skeptisch ist, dem ganz viel fehlt, der äh, vielleicht sogar noch ein Pferd hat, hat, hat meine Frau, die man ziehen muss, zwei große Hunde, die müssen mit, mit in den Urlaub kommen. Da kommt man dann ganz schnell an, an bestimmte Grenzen ran, aber auch andere Leute, die irgendwie pendeln oder so. Ähm, das klingt so ein bisschen wie, wenn man sich die Verkaufsraten anguckt, wenn man sich den Anteil von Elektroautos äh, an, an die Neuzulassung anguckt, klingt das so bis 2035 einfach auch ein großes Umbeziehungsprogramm oder ein Erklärprogramm, kann man ja nennen, wie man will, für äh, die Kunden braucht. Also, also um es gleich vorwegzunehmen, ich bin auch gegen Bevormundung. Aber ich nehme nochmal das Beispiel Smartphone. War das ein Umerziehungsprogramm, dass wir uns auf eine neue, bessere Technologie eingelassen haben? Und es gibt in meinem Umfeld auch den einen oder anderen, der gesagt hat, naja, Elektroauto ist nichts für mich und ich habe gesagt, bitte guck's dir an, sei offen dafür. Derjenige hat sich angeguckt, hat es wirklich mit einem Verbrenner-SUV und hat sich dann einen Tesla Model Y gekauft, weil er open-minded ist, weil er offen für das Bessere ist. Nicht alles, was neu ist und was auch von der Bundesregierung gewollt ist, ist automatisch ein Umerziehungsprogramm. Ab und zu, in seltenen Fällen, ist das, was die Bundesregierung vorschlägt, auch wirklich mal sinnvoller als der Status Quo, den wir aktuell haben. Und im Fall der Elektromobilität ist das auf jeden Fall so. Chinesische Autohersteller geben zum Beispiel schon nach Ungarn und Born, dort ein Werk. Das fängt an. Wann werden wir chinesische Autowerke denn in Deutschland haben und für welche Modellbereiche? Warum sollte ein chinesischer Elektroautobauer hier ein Werk errichten? Ich sehe keinen Grund. Die Bild würde auf jeden Fall dagegen bashen, würde diesen äh, chinesischen Hersteller als Bösewicht darstellen, alles Schlimme dem andichten, was man ihm nur andichten kann. Das haben wir ja an der Tesla Gigafactory schon gesehen und am Beispiel von Tesla PKWs. Wenn mal ein Tesla gebrannt hat, dann war das eine Riesenschlagzeile. Ich erinnere auch noch an die Fremantle Highway. Da hat die Bildauge äh, titelt, dass es sich um ein Elektroauto handelt, was da den Brand ausgelöst hat. Und dann fahren nachher alle Elektroautos auf eigenen Rädern vom Schiff. Das ist dann aber keine Schlagzeile mehr wert, genauso wenig wie ein brennender Verbrenner eine Schlagzeile wert ist, weil ja 25.000 bis 30.000 eh jedes Jahr brennen. Wen interessiert das schon? Also aus meiner Sicht, um die Frage zu beantworten, in Deutschland nochmal ein Autowerk von einem nicht-deutschen Hersteller, I doubt it. Es kann aber nicht sein, dass die Strategie falsch ist. Also es nicht funktioniert. Was genau funktioniert denn nicht? Funktionieren die erneuerbaren Energien nicht? Da haben wir doch den Gegenbeweis. Anfang der 2000er gab es glaube ich mal eine Studie, wo gesagt wurde, drei oder vier Prozent erneuerbare Energie verkraftet Deutschland. Bei mehr wird es dann schon kritisch. Jetzt sind wir bei 70% und die Lichter gehen nicht aus. Was funktioniert denn nicht? Mit dem Elektroauto kann man 1000 Kilometer in 10 Stunden zurücklegen. Da ist man mit dem Verbrenner auch nicht wesentlich schneller. Was funktioniert denn nicht? Dass natürlich die Rahmenbedingungen weiter angepasst werden müssen an die Bedürfnisse der Elektroautofahrer, steht doch außer Frage. Aber das kriegt man doch hin als Industrieland, oder nicht? Ich verstehe nicht, wo da die Frage sein soll, ob das funktioniert oder nicht funktioniert. Die ist beantwortet. Das funktioniert. Okay Leute, das soll es jetzt aber auch zu den Fragen von Herrn Thiede gewesen sein innerhalb des Videos. Das was wir jetzt zum Abschluss noch machen, wir gucken uns noch mal die genannten Aktienkurse an, wie die von den Automobilherstellern wirklich aussehen und wir gucken uns auch mal an, welcher Autohersteller denn im Moment als der wertvollste der Welt angesehen wird. Hier haben wir den Aktienkurs von Tesla, mal über sechs Monate, da sind immer Schwankungen da, da geht es rauf, da geht es runter, das ist eine Aktie, die hochvolatil ist, das liegt aber an den Märkten und weniger am Geschäfts. Gegenstand von Tesla und hier sieht man, wie sich das Ganze seit 2010 entwickelt hat von 1,31 Dollar auf jetzt aktuell 219,80 Dollar. Also ich denke, wer damals in Tesla investiert hat, ich leider nicht und heute die Aktie noch hat, der kann auch mit diesen Schwankungsbreiten durchaus gut leben. Hier jetzt die Ford-Aktie in den letzten sechs Monaten und wir gehen mal hier auf Max. Also ja. Hat sich in den letzten 30 Jahren auch eher positiv entwickelt, tendenziell, aber auch mit hohen Schwankungen. Die waren ja, waren die nicht sogar mal pleite, mussten die nicht gestützt werden. Ich weiß nicht, ob das auf Ford auch zutraf. Bei GM war es ja auf jeden Fall der Fall. Aber ich wäre lieber Tesla-Aktionär gewesen als Ford-Aktionär. Und dass das nur mit den Elektroautos zusammenhängen soll, das kann ich nicht ganz glauben. Denn den tiefsten Kurs nach den 90er Jahren haben wir im Januar 2009 erreicht, mit 1,87 Dollar, da war von Tesla noch nicht die Rede. Und schauen wir uns hier nochmal BMW an. Ja, ihr läuft zum letzten halben Jahr nicht ganz so positiv, nur ne? trotz der boomenden Elektroauto-Anteile an den Gesamtverkäufen. Aber wenn man auch hier mal maximal nimmt, Anfang der 1990er bis jetzt, ja, da ist man auch lieber Aktionär als jetzt zum Beispiel bei Ford. Hier habe ich euch dann auch noch mal von automotoröl.de die Übersicht mitgebracht der zehn wertvollsten Automarken der Welt im Jahr 2023 und wer ist auf Platz 1? Tesla, die bauen überhaupt keine Verbrenner. Natürlich ist es auch ein Technologieunternehmen, ne? ist, kann man also jetzt nicht ganz direkt mit zum Beispiel Toyota vergleichen. Wobei Toyota ja auch noch anderes macht als nur Autos bauen. Ich weiß nicht, ob das hier mit berücksichtigt ist. Aber egal, ihr seht, was ich meine. Auch wenn man Elektroautos produziert, scheint die Börse zu glauben, dass man durchaus einer positiven Zukunft entgegenblickt. Ja Leute, das war dann also mein Video zum Schuldigen für den Untergang der Automobilindustrie. Es ist die Bild, ist natürlich ein bisschen überspitzt dargestellt, aber die Bild und ihre Journalisten haben einen nicht unerheblichen Anteil daran, dass die Bevölkerung, dass die Autokäufer so verunsichert sind und eben nicht zum Elektroauto greifen, sondern zum Verbrenner und dass der Absatz in Deutschland von Elektroautos rückläufig war im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr. Es liegt an dieser Meinungsmache, es liegt an den Verantwortlichen in der Politik, die in den letzten Monaten einiges dafür getan haben, um das Elektroauto zu diskreditieren in der Bevölkerung. Da sind viele Fehler gemacht worden, aber es ist sowieso egal, was in Deutschland passiert. Die Musik spielt eher in Asien, eher in China. Der Markt ist viel, viel größer. Und da ist jetzt sowieso die Mehrheit der Kunden und auch die Mehrheit der Hersteller auf Elektromobilität. Und wenn es die Deutschen nicht bauen, dann bauen es halt die Chinesen. Und die Arbeitsplätze in Deutschland, die am Verbrenner hängen, die werden wir eh nicht retten können. Die Frage ist, ob wir neue Arbeitsplätze im Elektromobilitätsbereich schaffen können. Und das sollte das Ziel sein. Und nicht der Versuch, an alten Zöpfen festzuhalten. Das ist zumindest meine Meinung. Wie gesagt, Bild ist für mich der Schuldige. Schreibt ihr nochmal unter das Video, was ihr von dieser Aussage grundsätzlich haltet. Wie gesagt, ein bisschen überspitzt dargestellt. Sagt mir nochmal, was ihr zu dem Interview haltet. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Schaut euch das Rüchmann Gänse an. Auch mit den Ausführungen von dem Aufsichtsratschef. Ich denke, dass der Interviewer mit massiven Vorurteilen, falschen Vorurteilen gegenüber Elektroautos behaftet ist und deshalb ein vernünftiges Interview dabei gar nicht rumkommen konnte. Schwieriger Satz. Okay, ansonsten war es das für das Video. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder Kritik, wie immer unten gerne in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und Abos wohl obligatorisch, sonst verpasst ihr das nächste Video.